totaler Fehlschlag. Ihr habt unsere einzige Chance vermasselt, unser Ziel zu erreichen. Das kommt dabei raus, wenn dahergelaufene Kriminelle ausgebildeten Soldaten in die Quere kommen. Gern geschehen. Das nächste Mal lasse ich einfach zu, dass der Feind euch tötet. Wir hatten alles im Griff, bis ihr angefangen habt, Thermaldetonatoren zu werfen. Ich habe aufgrund eures Mangels an Disziplin 4 gute Leute verloren. Wenn sie so gut waren, warum sind sie dann tot? Genug. Ihr beide habt die Mission ruiniert und mich und die Allianz enttäuscht. Ich kriege keine Punkte dafür, dass ich Major Fehlzündung lebendig nach Hause gebracht habe. Das merke ich mir fürs nächste Mal. Es war kein kompletter Fehlschlag. Auf dem Weg hinaus habe ich was mitgehen lassen. Mein Team hat euch Deckung gegeben. Ja, ja. Der Punkt ist, wir haben den Datenkern aus einer Sicherheitskonsole außerhalb dieser Hyperwellenrelaisstation mitgehen lassen. Das ist zwar nicht der Schlüssel zur Gemini-Frequenz, aber er enthält ein riesiges Datenarchiv über diese Droiden. Ich setze Scorpio darauf an, die Informationen zu sichten. Vielleicht war das kein völliges Fiasko. Was auch immer diese Dateien enthalten, muss all die Leben wert sein, die dafür gezahlt wurden. Niemand bedauert diese Verluste mehr als ich, Commander. Ihr Tod war inakzeptabel. Es hätte viel schlimmer ausgehen können, aber so etwas darf nicht nochmal passieren. Kaleo hat einen direkten Befehl missachtet, als sie Major Jorgen gefolgt ist. Im SID wäre sie als abtrünnige Agentin klassifiziert worden und hätte die entsprechende Bestrafung erhalten. Habt ihr irgendwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ihr wusstet, wer ich bin, als ihr mich angeheuert habt. Ich sollte mich nicht rechtfertigen müssen. Legt Mose jetzt um oder nicht? Also das ist halt schwierig. Aber wenn wir sie jetzt nicht umlegen, dann wird keiner mehr vor uns Respekt haben. Weil wir sind immerhin ein Sith. Und das heißt, wer nicht unsere Befehle befolgt oder unsere Befehle ignoriert, wie auch immer, wird getötet. Aus diesem Grund werde ich Kaleo jetzt töten. Ich weiß noch nicht, was ich dann... Wir werden das ja alles nochmal mit dem Jedi-Ritter spielen. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Jedi-Ritter mache. Entweder verbanne ich oder ich werde wahrscheinlich nicht zustimmen. Ich werde wohl beim Jedi-Ritter verbannen. Nur so schon mal zur Info, ne? Ihr seid nicht einfach nur leichtsinnig, ihr seid gefährlich. Ihr interessiert euch für niemanden außer für euch selbst. Die Allianz war eure letzte Chance, Kaleo. Und ihr habt sie vertan. Was wollt ihr tun? Mich umbringen? Genau. Sie hat eine Strafe verdient, aber das... Major, vielleicht könnt ihr einen Reinigungstrupp rufen, der hier sauber macht. Ich beginne mit ihren Fingerkuppen und arbeite mich langsam hoch. Ein Knöchel nach dem anderen. Und dann ihre Hände. Erinnerst du dich an Mutter? Nicht an die Frau, die sie jetzt ist. An die Frau aus unserer Kindheit. Ich erinnere mich daran, wie sie Vater sagte, dass ich gefährlich sei. Dass ich kontrolliert werden müsste. Sie hat mich schon immer gehasst. Sie hat uns nie verstanden. Oder Vater. Sie hat dem Fremdling geholfen, unseren Schatz zu stehlen. Sie haben alles genommen. Diese Dinge können ersetzt werden.
Wenn all die Welten, die wir erobert haben, das herausfinden, werden sie uns für schwach halten, uns auf die Probe stellen. Ich bleibe die stärkste Macht, die es in der Galaxis jemals gab. Meine Feinde wissen, was passiert, wenn sie sich mit mir anlegen. Angst kostet nichts. Ich werde reichlich davon verbreiten. Mandalors Rache. Tag, mein Sith Lord. Wo sind die anderen? Teron ist aus dem Mistani-Sektor zugeschaltet. Der Rest ist beschäftigt. Sie erledigen Aufklärungs- oder Sicherheitseinsätze. Zumindest die, die noch nicht tot sind. Kaleo war unberechenbar. Disziplin geht vor. Ich habe weitere Informationen zum Gemini-Netzwerk, das die ewige Flotte steuert. Das Netzwerk verbindet mechanische Captains in den Schiffen der Flotte. Ihre Sicherheitsprotokolle können nicht direkt unterwandert werden. Warum nicht? Weil die Gemini-Captains auf mir basieren. Ich dachte, du wärst ein mehr oder weniger einzigartiges Exemplar. Und jetzt sagst du, dass Sakul eine ganze Armee aus Scorpio-Modellen hat? Es sind Imitationen, die darauf programmiert sind, die Flotte zu steuern. Wie sie entstanden sind, weiß ich nicht. Aber ich lasse nicht zu, dass man mich imitiert. Den Daten, die ich entschlüsseln konnte, zufolge werden die Gemini-Einheiten nach einer Form produziert. Einer Vorlage. Gemini Prime. Wozu ein physikalisches Muster? Meine Technologie lässt sich nicht einfach kopieren. Gemini Prime ist mit einer Fabrik auf dem Planeten Darvanis verbunden. Bringen Sie mir die Einheit. Dann werde ich die Geheimnisse des Netzwerks und der Flotte entschlüsseln. Dann ist Gemini Prime ungeachtet unserer anderen Probleme unsere beste Spur. Senja, was könnt ihr uns über das Ziel sagen? Ich kenne Darvanis. Einer der ersten Planeten, die wir eroberten, als der Krieg begann. Eine Schlüsselposition für die Galaxis. In dieser Fabrik werden Droiden, Waffen und Raumschiffe gebaut. Sie ist eine sehr wichtige Ressource und entsprechend befestigt. Vollautomatische Verteidigung. Ich kenne derartige Einrichtungen. Die Tunnel reichen kilometerweit in die Tiefe. Zu groß für ein Einsatzteam. Dann planen wir einen Großangriff. Wie lange dauert es noch, bis unsere Armee einsatzbereit ist? Wir haben hier nicht annähernd genügend Leute. Aber Teron? Ich habe mir militärische Verbündete im Rim gesichert. Ich kann den einen oder anderen Gefallen einfordern. Über das Komm möchte ich nicht mehr sagen, aber ich kann einen Treffpunkt mit Streitkräften auf Darvanis arrangieren. Ihr könntet die Fabrik einnehmen und euch Gemini holen. Ich bin dazu geboren, Legionen zu führen. Endlich geht es wieder in die Schlacht. Ich gebe unseren Verbündeten Bescheid. Mit etwas Glück sind sie noch vor euch auf Darvanis. Der Rest soll die Gravestone kampfbereit machen. Sobald wir Gemini Prime haben, werden wir der Flotte gegenüberstehen. Auf die eine oder andere Art. Ja, jetzt wird's bald Krieg geben. Nicht mehr dieses elendische Versteckspiel.
Planeten. Die Vergnügungswelten der Hutten sind ein Dutzend Parsecs von hier entfernt. Haltet die Klappe, Como. Für einen Toten seht ihr ziemlich gut aus. Shae Whisla, ich hatte keine Mandalorianer erwartet. Nun, wir sind hier und ihr müsst wohl mit uns Vorlieb nehmen. Ich hörte, jemand möchte eine Fabrik pulverisieren. Ein Dutzend Clans steht hinter Mandalore der Rächerin. Wir sind bereit für das blutige Werk, auch wenn unsere Feinde aus Metall bestehen. Mandalore die Rächerin? Es waren ein paar harte Jahre. Die ewige Flotte hat uns auf den Herzwelten belagert. Irgendwann bin ich dann zu diesem Titel gekommen. Als euer Spionfreund eine Chance sah, zurückzuschlagen, stimmte ich zu. Wir haben uns zu lange in die Verteidigung drängen lassen. Wenn ihr die Clans aus ihrer Heimat abzieht, geht es um mehr als nur Rache. Was habt ihr vor? Ihr braucht uns, wir brauchen euch. Auf lange Sicht ist das gut für alle. Außerdem bekommen wir die Beute, wenn wir Davanis einnehmen. Wie habt ihr eure Truppen um die Fabrik positioniert? Angriffsteams aus je 200 Kommandos wechseln sich mit der Offensive ab. Der Ort ist eine Festung. Sie muss kurz und klein geschlagen werden, bevor wir reinkommen. Der nächste Angriff beginnt in 5 Minuten. Frontteams sind in Position, um den Energieschild auszuschalten. Ihr wollt euch nützlich machen? Dann nehmt die Perimeterkanonen ein und zielt damit auf die Fabrik. Taurian! Mandalore. Taurian ist der Anführer des Cadera-Clans und der beste Scout, den wir haben. Er zeigt euch den Weg. Die Kanonen sind in Sektor 9. Jede Menge Sprungtruppen. Bleibt bei mir. Ich versuche, euch zu beschützen. Bring mich zu den Waffen. Wir müssen eine Fabrik einnehmen. Retur mi, Mandalore. Lasst euch beide nicht umbringen. Mensch, jetzt kommen mir die alten Gefährten Schlag auf Schlag zurück. Erst Vett und jetzt Taurian. So, was haben wir im Kistchen drin, ne? Auswechseln. So, das Relikt ist nämlich sehr schön und das nehme ich auch. Und wir waren im Übrigen immer noch nicht am Postfach. Na, ist hier zufällig ein Postfach? Wir haben jetzt schon, ja, gibt es. Warte mal, ich wäre erstmal zum Händler. Wir haben euch sicher im Handumdrehen wieder auf den Beinen. Na klar. Ach du Scheiße, wir haben ja noch eine Kiste, die wir noch nicht aufgemacht haben. Passt auf euch auf. So, brauchen wir nicht und brauchen wir nicht. Willkommen. Braucht ihr medizinische Hilfe? Nein. Passt auf euch auf. Ja. So, was haben wir denn? Lana Beniko, kein Betreff. Wisst ihr, dass ich beinahe einen Suchtrupp losgeschickt hätte? Wenn Teron mich nicht aufgehalten hätte, wäre ich selbst losgestürmt und hätte euch gesucht. Tut mir das nicht nochmal an. Okay, das war etwas zu hart. Entschuldigt, ich weiß, dass ich mir um euch keine Sorgen machen muss, aber ich tue es trotzdem. Eure Pflichten bringen euch häufiger in Gefahr, als ich es mir vorstellen kann. Aber ich glaube daran, dass ihr alles schaffen könnt. Ich habe keinen Zweifel an euren Fähigkeiten, das hält mich allerdings nicht davon ab, mich aufzureden, wenn ihr ohne mich aufbrecht. Ich schwöre, das nächste Mal, wenn ihr verschwindet, reiße ich die Galaxis auseinander, um euch zu finden. Das habe ich schon einmal gemacht, wie ihr wisst. Es ist also in eurem eigenen Interesse, Ärger aus dem Weg zu gehen. Ach, ist er nicht niedlich, die Lana. Ich mag sie. 2VR8. Geschätzter Commander, ich möchte diesen Moment nutzen, um Ihnen zu sagen, wie glücklich ich mich schätzen kann, Ihnen dienen zu dürfen. Sie sind eine absolute Inspiration und Ihr Dienst für die Galaxis wird auf ewig für die Geschichte festgehalten werden. Wenn ich eine Tränendrüse hätte, würde ich jetzt Freudentränen vergießen. Ich sollte auch darauf hinweisen, dass ich ihr persönliches Quartier mit steriler Gründlichkeit gereinigt habe. Nicht ein Staubmolekül ist meinem wachsamen Sensor entkommen. In ihrer kühlen Einheit, Kühlenheit,
Ach, in ihrer Kühleinheit, meine Fresse. Finden Sie eine nahrhafte und sättigende Auswahl von Mahlzeiten, falls Sie mitten in der Nacht Lust auf einen Snack verspüren. Ich hoffe, ich kann Ihnen beweisen, wie schrecklich nützlich ich sein kann. Ja, schrecklich trifft's. Aus dem tiefsten Grunde meines Prozessors möchte ich meine Dankbarkeit ausdrücken. Sie hätten mich ganz einfach deaktivieren können. Ich kann von einem echten Glück reden, an eine ordnungsliebenden Person wie Sie geraten zu sein. Ah ja. Lana Beniko, die Wahrheit. Die ursprüngliche Nachricht von Satil hat euch in einem weniger schmeichelhaften Licht gezeigt, also habe ich ein paar Änderungen vorgenommen, bevor ich sie an Teron weitergeleitet habe. Ich dachte, ihr würdet mein Werk gerne begutachten, wenn ihr sie das nächste Mal seht. Sorgt dafür, dass ihr zu Ende bringt, was ihr begonnen habt. Lana. Teron, ich möchte, dass ihr etwas versteht. Auch wenn ihr vielleicht etwas anderes glaubt, so bin ich stolz auf den Menschen, zu dem ihr geworden seid. Ihr seid zu einem starken, verlässlichen Mann herangewachsen, der für seine Ideale kämpft. Das habe ich mir immer erhofft. Ich kann jetzt nicht gefunden werden, nicht einmal mit euren herausragenden Fähigkeiten. Der Kommandant ist ein würdiger Anführer. Konzentriert ich euch, wahrscheinlich eher ihr euch, darauf, setzt all eure Energien ein, um der Allianz zum Sieg zu verhelfen. Die Republik verlässt sich auf euch, Teron. Nutzt das, um stark zu bleiben. Ich werde immer stolz auf euch sein. Dretscher, Rechnung. Tiresius, oh, verzeiht, ich bin natürlich Gold. Sagt mir, dass ich meine Rechnung an euch weiterleiten sollte. Ich würde ja gerne behaupten, dass ich zuversichtlich bin, dass ihr seine Schulden bezahlt, aber ich weiß ja, mit welchen Leuten sich TJ umgibt. Ah, TJ. Identitätsfälschung. Ein weiblicher Metz, 105.000 Credits. Beschädigte Kampfdruiden, 42.600 Credits. Umsiedlungsgebühr, 38.900 Credits. 14 Flaschen Trantuschanischer Ale, 22.400 Credits. Alter, ist der Scheiß teuer. Personalisierte Robotergefährtin, 34.750 Credits. Gestohlener antiker mirilianischer Liebesschmuck, 15.000 Credits. Gestohlene importierte Substanzen, 28.500 Credits. Schmerzensgeld, 55.250 Credits. Die letzte Summe ist geschätzt, dazu kommen psychologische Schäden und so weiter. Aber da ich davon ausgehe, dass ihr diese Nachricht ignoriert, hetze ich in einer Woche einen Kopfgeldjäger auf diesen schwierigen Deveronianer. Es war schön, mit euch zusammenzuarbeiten. Ah ja, Teronchan, Achtung! Seht nur, Commander, ihr seid berühmt. Protokoll einer Hude und Betragung an alle Bewohner von Sakul. Teron. Bürger von Sakul, gestern Nacht wurde die Schatzkammer unseres großen Imperiums Ziel einer hinterhältigen Attacke. Der abtrünnige Terrorist, der als Fremdling bekannt ist, will uns Angst machen und uns ins Chaos stürzen. Aufgrund dieser verabscheuungswürdigen Handlung wird die für diese Woche angesetzte Festveranstaltung auf unbestimmte Zeit verschoben. Unsere Truppen arbeiten bereits daran, das Problem zu lösen. Halten wir in dieser schweren Zeit zusammen und zeigen der Galaxis unsere Stärke als vereintes Imperium. Gut. Aber jetzt können wir losmachen hier. Ja, die Bonusmission lasse ich mal wieder außen vor, weil... Ich mache jetzt mit euch nur die Story, ich werde auch nach diesem Kapitel auch mal wieder eine Pause einlegen und dann sind es ja nur noch 3 Kapitel. Und nach diesen 3 Kapiteln hätten wir Knights of the Fallen Empire geschafft. War mir auch sehr wichtig, dass wir das jetzt so schaffen. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt keinen Livestream mache, sondern das alles hier so aufnehme, weil ich wollte wirklich, dass ich das schaffe, bevor ich umziehe, damit ihr wenigstens noch eine Weile Videos habt, wisst ihr? Muss ich hier rein?